Schönen guten Morgen und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Morning Call für Dienstag, den 28. März. Mein Name ist Ronald Gehrt, ich bin Analyst bei börsedaily.de und ich habe zu berichten, dass die bullische Seite alles getan hat, um sich ihre Gelassenheit zu bewahren, in der Hoffnung, nochmal davon zu kommen. Trotz der negativen Vorgabe vom Freitagabend, als der Stern des neuen US-Präsidenten eben doch sukzessive ein wenig weiter fiel. Und auch an der Wall Street versuchte man mit aller Macht gelassen zu bleiben. Nach dem Motto, ja, Gesundheitsreform ist jetzt erstmal vom Tisch, aber da bleibt ja dann auch mehr Zeit für die Steuerreform und die ist doch für die Börsen viel wichtiger. Einfach zu unterstellen, dass die dann einfach 1:1 durchgeht und das auch noch schnell und darüber hinaus auch noch funktioniert, obwohl ja seit 3 Jahrzehnten kaum etwas an dem Steuersystem verändert wurde, weil man sich nicht rantraute, das ist schon eine sehr optimistische Sichtweise. Wenn man allerdings Angst hat, dass entscheidende Unterstützungen brechen, dann ist man durchaus oft bereit, auch etwas absurdere Denkweisen anzunehmen. Hauptsache, es bleibt einem das ungute Gefühl in der Magengrube erspart. Und so ging es für den DAX zum Handelsende auf Xetra-Basis höher, als er gestartet ist. Ein gutes Zeichen? Nun ja, interessant ist auf jeden Fall mal eines, und das sehen wir hier am 15-Minuten-Chart des DAX seit Ende Februar. Diese Kurslücke am 1. März, als mit einem Überraschungsschlag versucht wurde, den Index auf neue Hochs zu treiben und Anschlusskäufe zu generieren, was ja, wie wir hier sehen, nicht gelungen ist. Diese Kurslücke wurde im Verlauf der letzten Woche fast auf den Punkt genau geschlossen. Dort drehte der DAX wieder nach oben, im Vorfeld eben dieser Abstimmung im US-Repräsentantenhaus, die dann eben doch abgesagt wurde. Das wiederum führte dazu, dass erst einmal der DAX mit einer kräftigen Kurslücke nach unten startete, dann aber am oberen Ende dieser Supportzone, die sich aus der Kurslücke vom 1. März herleitet, wieder nach oben drehte und wieder mal zumindest ganz knapp an der 12.000-Punkte-Marke schloss, die scheinbar mit aller Macht verteidigt werden soll. Das liegt nicht nur an der runden Marke und der Psychologie, sondern, wie wir hier im Tageschart sehen, auch daran, dass dort die 20-Tage-Linie als kurzfristig wichtige Wendemarke verläuft. Die zurückzuerobern, respektive zu halten, denn wir hatten ja am Freitag drüber geschlossen, das war wichtig und das ist gelungen. Ob das aber vorhält, ist eben die große Frage. Denn die Problematik liegt natürlich schon darin, dass Euro-Dollar in eine kritische Zone für eine Trendwende nach oben gelaufen ist, der Goldpreis weiter steigt und so psychologisch ebenso wie faktisch durch den steigenden Dollar ein effektiver Druck auf den DAX existiert, ob die Wall Street sich jetzt in Gelassenheit übt oder nicht. Dementsprechend ist noch lange nicht raus, dass diese Kurslücke hier auch effektiv geschlossen wird und der DAX dann weiter nach oben läuft. Gut, wir haben den Monatsultimo vor der Brust. Am Ende der Woche ist das erste Quartal vorbei. Natürlich würden die Fonds gerne so gut wie möglich dastehen und dementsprechend ein zackiges Plus vorweisen. Das könnte dazu führen, dass Window Dressing die Kurse noch etwas nach oben zieht. Aber das passiert immer nur dann, wenn die großen Adressen sich auch ausrechnen, dass das effektiv ist. Dass man also nicht mehr Kapital aus den Barreserven aufwenden muss, als man im Nachhinein an Kunden hält oder neu dazugewinnt. So betrachtet werden wir es erstmal abwarten müssen. Eins wissen wir ja, der Dienstag hat's in sich. Der da, diese rote Kerze, das war auch ein Dienstag. Und so betrachtet ist es natürlich schon sehr spannend zu sehen, ob wir wieder mal einen Turnaround Tuesday bekommen oder nicht. Und wenn ja, in welche Richtung? Für den Augenblick war es auf jeden Fall sinnvoll, weder auf der Long- noch auf der Short-Seite voreilig aktiv zu werden. Die Vorgabe, die die Freitagsbörse in den USA respektive die dortigen Ereignisse geliefert haben, waren ja völlig offen. Man wusste nicht, wird man sich jetzt auf die Steuerreform stürzen und aus negativen Dingen ein positives machen oder nicht? Im Endeffekt kann man sagen, auch mit Blick auf die Wall Street, die sich redlich bemühte, aber irgendwie dann doch unentschlossen wirkte, dass ein Patt vorherrscht. Noch hat sich keine Meinung durchgesetzt. Das gibt's. Nur weil man es gerne hätte, klappt das eben bei unzähligen Marktteilnehmern auf einmal nicht so ohne weiteres auf Kommando. Und so betrachtet kann es sein, dass der heutige Tag erst interessant, respektive entscheidend wird, dahingehend, ob oder ob nicht diese Aufwärtsbewegung sich
in einen neuen Impuls bewegt, sprich aus der Seitwärtsbewegung der DAX nach oben rausläuft, oder ob das Thema fürs Erste durch ist und man sich bei Schlusskursen hier unter den Zwischentiefs vom März in Richtung 11.4, 11.480 orientiert. Sicherheitshalber haben wir das Tief der vergangenen Woche jetzt als Orientierungspunkt genommen und damit auch das untere Ende der Kurslücke. Das heißt, erst wenn dieses Level um 11.850 Punkte mit Closings unter 11.830 hinreichend deutlich unterschritten wäre, dann würden wir hier auf der Shortseite erneut aktiv werden. Bis dahin heißt es, immer noch neutral bleiben. Aber mit Blick auf den Chart und das, was der DAX im Verlauf des März gemacht hat, haben wir ja auch nicht das Geringste verpasst. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir melden uns morgen früh mit der nächsten Analyse des DAX im nächsten Morning Call wieder. Bis dahin, schönen Dienstag und machen Sie es gut.